Das alte Dorf Westerhold wird auch als das westfälische Rothenburg bezeichnet. Das Dorf umschließt malerisch das Schloss Westerhold und die alte Dorfkirche. Bereits 1991 wurde das alte Dorf Westerhold unter Denkmalschutz gestellt. Westerhold ist ein Stadtteil der Stadt Herten im Kreis Recklinghausen. Heute ist das alte Dorf Westerhold ein beliebtes Ausflugsziel. Lassen Sie sich von diesen unglaublich schönen Impressionen verzaubern. Die katholische Pfarrkirche St. Martinus ist ein denkmalgeschütztes Kirchengebäude unmittelbar am Dorf. Die Basilika wurde von 1901 bis 1903 von Alois Kersting geschaffen. Der Turm und die Querhausfronten sind reich durch Radfenster gegliedert. Das malerische Dorf mit mehr als 60 Fachwerkhäuschen und seinen engen Gassen ist etwas ganz Besonderes. Bei einem Spaziergang durch die historischen Gassen fühlt man sich förmlich in die alte Zeit zurückversetzt. Westerhold wird im Jahr 799 als Holter, Bauernhof der Abtei Werden, erstmals genannt. Um die damalige Burg siedelten sich die Schlossbediensteten, Handwerker und sonstige Ansiedler an, die den Schutz der Burg suchten. Diese Burgsiedlung wuchs um die Pfarrkirche St. Martini, die 1310 erstmals Erwähnung findet. Es ist nicht genau bekannt, wann Westerhold zur sogenannten Freiheit erhoben wurde. 1454 lebten dort ungefähr 300 Einwohner in ungefähr 45 Häusern. Die damalige Freiheit Westerhold bedeutete die persönliche Freiheit der einzelnen Bewohner, die Vererbbarkeit des Besitzes, regelmäßige Märkte, die Befestigung der Ortschaft und eine eigene Verwaltung. Ab dem 16. Jahrhundert machten Krieg, Besetzungen und die Pest dem Dorf zu schaffen. In den Jahren 1582, 1591 und 1618 zerstörten Brände die Häuser in der Freiheit. Doch die Westerholter ließen sich nicht unterkriegen. Sie bauten ihre Fachwerkhäuser unter Verwendung der alten Holzbalken und Steine immer wieder auf. Viele Familien in Westerhold lebten damals von der Herstellung und dem Verkauf von Woll- und Tuchartikeln. Verbreitete Berufe waren daher Tuchmacher, Weber und Flachsbauern. Das 1993 komplett renovierte Wasserschloss Westerhold beherbergt heute ein Hotel und ein Restaurant mit einem direkt anschließenden Golfplatz.
Wer denn mehr über die spannende Geschichte des Dorfes erfahren möchte, der kann Führungen durch das alte Dorf buchen, das Heimatmuseum besuchen oder sich an den Heimatverein wenden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.